Postkartenpanorama. Hä? Hier unten! Was? Da! Woher wussten Sie? Ja, egal, kommen Sie, es gibt Ärger! Oh, Scheiße! Frankfurt! Hm? Sie kommen über die äußere Wand! Hören Sie, wir sind unterwegs zu Ihnen! Verdammt! Da! Wir sind in der Kommandozentrale, kommen Sie her! Okay, alles klar, unsere Jungs haben ein bisschen Stress. Ellie, bist du da? Isaac! Oh mein Gott, er lebt? Wie schön. Ellie, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Wie hast du es geschafft? Das Schiff, wir hielten dich für tot. Ich bin eurer Leuchtfackelspur gefolgt. Geht's euch allen gut? Ich habe Kawa gesehen. Ja, uns geht's gut. Kawa ist in der Nähe, wir hören ihn. Isaac, beeil dich bitte und komm hierher. Wir sind in der Kommandozentrale. Ich komme so schnell ich kann. Okay, unsere Jungs haben da ein bisschen Stress mit Necromorphs, habt ihr ja gesehen, oben, die haben sich hier reingeschlagen in die Kommandozentrale. Und ich glaube, wir werden uns mal ein bisschen beeilen gerade. Was heißt beeilen? Ich meine, gut. Ich habe jetzt keinen Timer, der abläuft, aber ich glaube, die brauchen unsere Hilfe. Erstmal Generator anschmeißen. Ja. Und was haben wir hier? Anzugstation. Aktivieren. Was bringt das? Ich hab doch einen. Anzug wechseln? Nee, ich will ein Rig-Upgrade. Ja. Upgrade deine Gesundheitspanzerungs- und Sauerstoffanzeige. Stage? Schaden. Von Chinese. Ah, das kostet ja so viel Wolf, oder? Was kostet das da? Ach nee, das kostet nur... Ach, das kostet Wolfram. Trefferpunkt, damit werden der Trefferpunkt um 25 erhöht. Okay. Wolfram kosten 5. Meine Sucherbots sind noch unterwegs, also... Ja, Trefferpunkte, Jungs. Luft brauche ich nicht. Panzerung, ach, scheiß drauf. Ich brauche nur Schaden, dass ich die gut plätte, bevor die mich erwischen. Ja, eins kann ich mal upgraden hier. Ja, passt schon. 5 Wolfram ist noch zu voll Schmerzen. Zum 20 vielleicht auch noch. Na, ich gucke erstmal, was ich hier noch alles an Upgrades zur Verfügung habe hier. Energiedauer nachladen. Na, weiß nicht. Ah, so viel Wolfram, ey. Aber hier, das kann ich upgraden. Wolfram brauche ich auf jeden Fall, aber das kann ich upgraden, ja. Nachladen. Jupp. Ah, hier ist wieder so viel Wolfram vonnöten. Na, egal. Nächste, Chinese. Halbleiter, ja. Ja, mein Gott, okay. 10. Na gut. 15. Schaden. Ja. Geht auch noch. Altmetall. Das ist ein bisschen heavy. Upgrade deine Stasi-Energie. Ich weiß nicht, kann ich das jetzt zurücknehmen eigentlich? Ich glaube, ich kann es gar nicht mehr rückgängig machen. Anyway, egal, ich hab's jetzt genommen, was soll's. Was ist das? Nachladen. Nochmal Wolfram, nee. Dauer. Radius und Dauer von Stars und 2 Punkte erhöht.
warum nicht? Na gut, das nehme ich mal nochmal, das hier. Denn das war es jetzt aber wirklich, weil ich brauche meinen Wolfram noch für meine Waffe. Mal gucken, was meine Sucherbots bringen. So, ich bin erstmal fertig hier. Upgraden von meinem Rig. Und, nochmal in die Werkbank schauen. Ja. So, was haben wir hier? Neu. Upgrade-Platine, das ist okay, soweit. Wobei. Brauche ich erst einmal nicht. Handwaffe zur medizinischen Hilfe, was ist das? Ach so. Koop-Erweiterung, was? Kommt. Zum Heilen oder wie? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Was haben wir hier? Hier irgendwo noch was Neues? Ah ja, neue Spitze. Na, passt ja erstmal soweit. Ich werde erstmal zu meinen Jungs gucken und dann denke ich, werde ich nochmal meine Waffe später aufrüsten. Ist ganz okay soweit. Mein Granatwerfer. So. Ab zu unseren Leutchen. Und ich glaube, ich werde gleich überrascht. Soweit ich mich noch leicht erinnern kann. Scheiße, wir müssen jetzt gegen diesen fetten Riesen-Nekromorph kämpfen, der uns hier so gerade mal eben unseren Aufzug geplättet hat. Eigentlich hoch wollte. So ein Arsch. Scheiße. Nein, ich muss mal meine Waffe nachladen. Boah, scheiße. Mal klar. Hä? Ach so. Aus Versehen E gedrückt, nur muss er drücken. Sorry. Nee. Und ich muss auch mal meine Stase wieder nutzen hier. Scheiße. Und das eine Teil brauche ich noch. Nein! Jawohl. Letzte Tentakel abgeschossen. Phase 2, oder? Spaß. Oh, wie süß. Scheiße. Ja, ich sollte nicht so eine große Klappe haben, ne? Hämmel. Ey, scheiße, das hat er wieder seine Tentakeln hier. Hey. Jawohl. Okay. Jetzt ist er wieder verwundbar, irgendwie. Wir wechseln immer von Phase Tentakeln zu. Okay, ne, egal. Scheiß drauf. Okay, unser Krabbelfreund ist erstmal bedient und wir können da hoch. Das ist doch schon mal positiv. So. Kurz auf die Uhr schauen.
bisschen ist noch. Windmesser am Drehen. Wunderschön. Und, what the fuck? Ja, ein kleiner Ersatzteilbox, wie nice. So, und es geht auf in die Forschungsstation, wo unsere lieben Freunde sich reingeschlagen haben. Und irgendwie hat sich's wieder zugezogen. Wetter ist schlechter geworden und die Sonne ist weg. So. Hallo? So. Ja, mal gucken. Hier ist wieder Sonne. Na, mal schauen. Was uns hier erwartet in der Forschungsstation, wahrscheinlich wieder stärkere Feinde auf jeden Fall. Ein schwerer Standardrahmen. Und unsere Kollegen sind wahrscheinlich noch ein Stückchen entfernt. Die haben sich wahrscheinlich sicherlich noch ein ganzes Stück weiter in den Komplex zurückgezogen. Wo geht's denn da hoch? Mal gucken. Alles voll rot aus hier drin. Aber sicherlich hauptsächlich durch die Sonne. Was ist das? Impulsgewehr. Für die Werkbank sicherlich. Ein Textlog. Mal kurz vorlesen. Reicht es noch? Tag und Nacht. Das ist immer dasselbe. Sie kommen schlurfend aus dem Sturm und wollen rein. Es ist nicht einfach, Befehle zu befolgen. Man sieht immerzu bekannte Gesichter. Manchmal sehen sie einen, stellen Blickkontakt her und dann ist da ein Funken von Wiedererkennen in ihren Augen. Als ob sie sich erinnerten, wie es war, auf der anderen Seite der Mauer zu sein. In der Wärme und Sicherheit zu sein. Und lebendig zu sein, sein. Er spricht wahrscheinlich von seinen verwandelten Kollegen hier, ne? Die ja draußen der eisigen Kälte von Tauvolantis ihrem krustigen Dasein. Ihr krustiges Dasein pflegen. Was auch immer. Okay, Leute, wir sehen uns in Folge 17 von Replay Old School Dead Space 3. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Max Holz ist raus.